Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Da hinten sieht man schon wieder das äußerst große Niveau und ich habe komischerweise schon wieder Post bekommen. Aber erstmal ist Bitman natürlich hier ganz sneaky unterwegs. Ich freue mich immer noch, dass ich hier hinkommen konnte. Vielleicht kann ich den Rest da auch noch rüberspringen, aber wir werden es erleben. Erstmal gucken wir uns an, was ich für tolle Post gekriegt habe. Wow, wow, Skin für Glockenspielfokus. Mal gucken, was da so steht. Schöner die Glocken, die klingen. Damit du mal so ordentlich abglocken kannst. Gönn dir. Hm, tschakalaka, kawam. Bald ist wieder Glöckchenzeit. Osterglocken zumindest. Wie sehen die eigentlich nochmal aus? Was ist grün und stinkt nach Fisch? Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Ach ja, niemand möchte... Was? Was? Nach Bib suchen? Was? Was? Und das sollte wohl mal klar sein? Ich glaub es nicht. Mann, kann das hier nicht losgehen gehen? Bob müde. Da höre ich was von um 8 startet die Aufnahme und dann das. Ja, ist jetzt 18 nach. Es ist schon ziemlich schlimm. Mein großes Dankeschön geht an Baldur Brockter, den dicksten und Undernorn. Super geil, ich habe einen Skin gekriegt. Ich freue mich. Da sage ich natürlich nie nein. Ja, und wir haben auch hier von, eigentlich die Post haben wir ja von Marjorie Delacroix bekommen. Scarlets Plänen auf den Grund gehen und... Ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr mich überzeugt, dass Scarlets Aktionen nicht so zufällig sind, wie sie scheinen. Ja, das hat auch nie jemand behauptet. Es gibt ein Muster, etwas, worauf sie hinarbeitet und wir müssen herausfinden, was das ist. Ja, das dachte ich mir auch schon. Ich habe bei der Abtei ein paar Gefallen eingefordert. Sie werden uns die Beweise schicken, die sie bisher über Scarlets Verbrechen gesammelt haben. Sie senden alles zur Schenke-Sackgasse, damit wir anfangen können, alles zusammenzufügen. Kommt so schnell wie möglich her. Wir brauchen euch, um endlich ein paar Antworten zu finden. Marjorie Delacroix. Ja, Götterstein. So, ja, wunderbar. Ich bin auch nicht alleine da. Himpeline ist wieder dabei. Hallo, Himpeline. Hallo. Und Fiala. Genau. Und Silena. Hi. Und natürlich ist auch Baldur dabei, der leider die lebendige Geschichte nicht anerkannt bekommen wird, jetzt hier dieses Treffen, weil, ja, man höre und staune, ist auch nach 2 Tagen nicht so ohne weiteres, ja, möglich ist, zu Braham in die Nebel zu reisen. Aber, naja, man kann nicht alles haben. In dem Sinne würde ich sagen, irgendjemand könnte doch jetzt mal vorne da in die Instanz reingehen. Na, Silena, da kommt der Bär an. Na, ich mache hier eine Sneak Preview. Da staunst du Bauklötze, ne? Oh, auf dem Dach. Geil. Geil. Mhm. So, kannst du losgehen? Jetzt kannst du losgehen. Dumm. Hopp hinein. Wieder der schöne Ladebildschirm. Eine Lehrstunde über Scarlet. Alles klar. Und da im Hintergrund rechts steht ja auch schon wieder Kaschmir. Huch. Was ist hier los? So, dann wollen wir mal gucken. Ist der ein bisschen kleiner geworden? Nee, meine Abteifreunde. Auch Warp beim arkanen Auge habe ich angesprochen. Okay, Warp. Er arbeitet uns aus der Ferne. Wir brauchen eure Hilfe beim Sichten der Beweise. Sehr gut. Der Tresen ist total Asura und freundlich. Stell ich gerade mal so fest. Setz dich auf die Stühle, dann geht es. Oh, was ist da los? Die anderen Dinge hier sind Teile des Gesamtes. Der ist Baldur fett. Untersucht sie alle und sagt uns, wo sie hingehören. Okay. So. Okay, ja, das ist ja schon mal schön. Was ist das denn hier? Tja, ganz viel Schrott. Gut. 0 von Scarlets Holo-Aufzeichnungen angesehen. Fangen wir doch mal an. Mein Erwachen begleitet, heilkundiger Serimon. Ich danke euch. Aber jetzt bin ich wach. Also lasst mich in Ruhe. Aha. Die Synergetik ist faszinierend ohne Ende. Yep. Sie strebt danach, die ewige Alchemie zu definieren. Die anderen Kollegs fußen auf dieser Definition. Da muss ich eigentlich... Das Potenzial von Golems interessiert mich. Der Entwickler ist nicht mal größer als dieses komische Ding. Kombiniert mit der Vielseitigkeit ja. Der Statik macht so gut wie knapp. Alles möglich. Ich mag Theo. Aber vor allem muss ich meine Theorien rasch weiterentwickeln. Theo, die kam noch in der persönlichen Geschichte vor. Das Kolleg für Statik ist auch viel besser. Das wird gar nicht erwähnt. Mit Omas Unterstützung werde ich endlich hinter Ah, guck mal, Oma, das war doch das geheime Passwort. Vielleicht ist das ein Anagramm, aber das verstehe ich dann nicht. Die Maulwürfe bekommen Magie, die Flamme bekommt Ausrüstung und doch, wenn du noch ein paar Buchstaben pustet hier wieder auffällig. Besonders ich. Als erstes muss Löwensteinmürbe gemacht werden. Also schleichen wir uns in seine Hallen und neutralisieren seine Verteidigung von innen heraus.
Das Motto lautet, die Menschheit hält jeder Prüfung stand. Sie scheinen ja fast darum zu betteln, dass man sie widerlegt. Lächerlich! Seht ihr? Mit Luftüberlegenheit gewinnt man Kriege. Ja. Also baut mir eine vergleichbare Flotte. Sonst töte ich euch und ersetze euch durch Holos. Durch Holos? Ja. Ich dachte durch Jolos. Noch einmal, mein schlängelnder Freund. Ihr tut das für Obeliskenscherben. Ihr wollt direkten Zugang zu euren Propheten. Habe ich recht? Dann tut, was ich sage. Da wird sie ja schon ein bisschen streng. Ich frage mich, wann sie das aufgenommen haben, die Abteilleute. Scarlett hat all ihren Verbündeten vorgegaukelt, sie hätten etwas davon, wenn sie für sie arbeiten. Sie gäbe eine großartige Ministerin ab. Jupp, das stimmt wohl. Seit ich aus Omars Maschine kam, beansprucht ihr die Urheberschaft meiner Ideen. Es sind meine, nicht eure. Hohoho. Hat sie jetzt auch so einen Evil-Schein? Ich tue das nicht für euch, ich tue es für mich. So eine Imperator-Kapuze auch. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Niemals. Luke. Stimmt nicht. Nichts davon. Ich muss mir das nicht anhören. Geht raus aus meinem Kopf. Jetzt wird sie ein bisschen aggressiv. In ihrem Kopf real sind? Was ist, wenn das, was sie in Omars Maschine gesehen hat, wer ist überhaupt Omar? Scarlett hat sich gegen den blassen Baum gewendet, weil sie ihre Unabhängigkeit wollte. Und wenn Omars Maschine ihr genau diese Unabhängigkeit genommen hat, ist doch paradox, dass sie sich vom blassen Baum unabhängig gemacht hat, nur um sich von jemand anderem abhängig machen zu lassen. Ist man nicht immer von irgendwem abhängig? Oh, jetzt gibt's aber... Das war wirklich knapp vor der Katastrophe. Wenn ich mir vorstelle, die Sporen hätten in ganz Tyria Toxine verbreitet, wird mir schlecht. So, lass mal hier bei der Giftprobe anfangen. Da hat Scarlett etwas Schlimmes zusammengemischt. Mal gucken. Oh, oh, oh. Also, ich habe noch immer Albträume über diesen Turm. Ich bezweifle, dass ich damit allein bin. Ja, zumindest ist es Glory gelungen, das Gegengift zu finden. Können wir es an dieser Probe testen? Scarlett hätte ihr Gift über ganz Tyria verteilt, wenn wir sie gelassen hätten. Gut, dass wir das Gegengift gefunden haben. Dazu schloss sie sich mit den Crate und dem Albtraumhof zusammen. Warum sollte sie so etwas tun? Es war eine Ablenkung, um diesen falschen Crate-Propheten wachsen zu lassen. Warum sonst? Die Höflinge bauten die Pflanze an und die Crate machten sie toxisch, würde ich mal sagen. Das war wohl richtig. Oder auch falsch. Bei diesem Exemplar hat das Gegengift gegen das Gift des Albtraumturms nicht gewirkt. Jory, es hat nichts genutzt. Wir haben ihr nur geholfen, ein stärkeres Gift zu brauen, das eine Stadt auslöschen kann. Oh oh. Biowaffen. Das ist nicht so gut. Die Dampfkreaturen. Wenn man die Dampfkreatur näher untersucht, fallen Ähnlichkeiten mit Scarlets mechanischen Apparaten auf. Es ist, als hätte sie die Wachtritter mit derselben Technik modifiziert. Aha. Oh, Warp ist auch wieder dabei. Der Kerl mit dem sympathischen Vornamen. Nachnamen hat er ja gar nicht. Die Dampfkreaturen treiben schon seit einiger Zeit ihr Unwesen und wir versuchen ihren Ursprung herauszufinden. Bisher ohne Erfolg. Ja, und man dachte immer, es wären einfach random Spawn-Monster, aber nein, nein. Jetzt scheinen wir unseren ersten Hinweis gefunden zu haben. Viele ihrer Eigenschaften sind auch Scarlets Kreaturen eigen. Ach, das geht ja sogar. Aha, es ist Scarlets gelungen, die Kontrolle über die Wachritter von Königin Glenna zu übernehmen und sie zu genauso bedrohlichen Dienern zu verhängen. Oh, oh, oh. Wollt ihr damit sagen, dass die Menschenkönigin... Was genau wollt ihr damit sagen? Mal gucken, dass die Königin Scarlet angeheuert hat, um die Wachritter für sie herzustellen natürlich. Dass die Königin die Wachritter nach dem Vorbild der Dampfkreaturen schuf und dass Scarlet die Qualitäten... der Wachritterentwürfe zu schätzen wusste. Tja, ich würde mal sagen C. Wie genau seid ihr zu diesem... Das ergibt doch keinen Sinn. Verdammt! Oh no! Okay, dann hat die Königin... Die Wachtritter und die Dampfkreaturen haben gleiche Teile. Das erklärt auch, wie Scarlett die Wachtritter unter Kontrolle bekam. Ihr Gehorsam macht sie zu idealen Infanterieeinheiten... Aha, die Königin hat auch ein bisschen komische Ansätze. Okay, die Ätherklingenwaffe. Ja, kann ich den Colt mitnehmen? Bitte, 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 bitte. Nein, das hat die Königin nicht gesagt. Das war auch nicht die richtige Schlussfolgerung. Und sie hat der erstgeborenen Silvari Case schwer zugesetzt. Ein Grund für dieses Bündnis war die Entwicklung von Hybridwaffen mit maximalem Zerstörungspotenzial.
Okay, ich interagiere mal mit... Die richtige mit der Schlussfolgerung. Ja, war, dass die gleichen Teile haben. Das habe ich auch angeklickt. Ich habe ein Gerücht gehört, dass Scarlett ein Geheimnis über Keith kennt und sie damit unter Druck setzt. Habt ihr schon mal davon gehört? Ja, irgendwas mit Zwielichtgarten ist da vorgefallen. Was wollte Scarlett dort überhaupt? Scarlett lockte Keith zum Zwielichtgarten und stellte ihr dort eine Falle mit den Ätherklingen. Ja, ich war dabei. So halbwegs blind, zu viert. Sie baute dort ein Luftschiff. Was geschieht denn eurer Meinung nach zwischen diesen Zweien? Ah, sie kennen einander, haben aber beide Unrecht. Es war keine Falle. Keith plünderte die Luftschifffabrik. Naja, fast. Keith und Scarlett bewundern beide den Albtraumhof. Das muss es sein. Oder Scarlett wollte einfach die berühmte Keith von der Klinge des Schicksals kennenlernen. Nein, die bewundern, glaube ich, beide bestimmt den Albtraumhof. Was ihr da schlussfolgert, haut nicht hin. Mist! Ich bin aber auch heute wieder ein Trottel. Das passt irgendwie nicht zu den anderen Theorien. Na gut, dann will sie die wahrscheinlich einfach nur platt machen. Jetzt hat sie ein fortschrittliches Waffenarsenal und so. Eine Luftflotte, die es vor Ort bringt. Wunderbar. Keine Stadt ist auf einen Luftschlag vorbereitet. Nicht einmal Löwenstein. Mhm. Kiel berichtet über den Angriff beim Drachengepolter. Alles klar. Was geht denn da? Das Drachengepolter war so festlich, bis Scarlets Himmelspiraten kamen und es Tote gab. Kiel hat die Ermordung des Ratsmitglieds Theo Ashford beim Drachengepolter wirklich gut dokumentiert. Ja, hat Kiel das denn auch auf Video? Diese Akte zurückbringen, ehe sie merkt, dass ihr sie mitgenommen habt. Okay, gucken wir mal. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass Maitrin dachte, sie könnte einen Sitz im Kapitänsrat erhalten. Ich bin froh, dass wir euch an diesem Tag getroffen haben. Sie musste aufgehalten werden. Maitrins Ätherklingenfreunde haben sie gerade aus der Gefangenschaft befreit. Mhm. Das sind schlechte Neuigkeiten. Mai ist skrupellos und jetzt kann sie wieder ungehindert Scarlets Drecksarbeit erledigen. Mai hat Scarlett für ihre eigenen politischen Ziele benutzt. Scarlett wollte eine Schachfigur im Kapitänsrat. Oder Theo Ashford hat er mit Scarlett zusammengetan und sie verriet ihn. Hm. Ich glaube, Scarlett wollte eine Schachfigur im Kapitänsrat. Hm. Scarlett wollte jemanden aus dem Kapitänsrat töten, um Platz für ihre Kandidatin zu schaffen. Mit Trin im Rat hätte sie die Verteidigung der Stadt von innen heraus schwächen können. Der Plan ging schief. Aber Trin ist in die Nebel geflüchtet und hackt dort etwas aus. Wer weiß, wer weiß. Was, Bohrer der feurigen Allianz? Unten geht schon wieder los, der Chat wird zugemüllt. Vor fast einem Jahr hat die feurige Allianz die Zittergipfel angegriffen. Oh ja. Schaufler und Flammenlegion gemeinsam. Wer hätte das gedacht? Seht mal, wie sie das mechanische Wissen der Schaufler mit der Feuermagie der Flammenlegion kombiniert haben. Ja, unbedingt. Ich wünschte, ich hätte die Anlage der feurigen Allianz in den Zittergipfeln zu Gesicht bekommen. Oh, das kannst du immer noch. Die Schaufler und die Flammenlegionen sind schon alle furchterregend. Als Verbündete sind sie gnadenlos. Scarlett hat sie wohl gewählt, als sie sie zusammenführte. Mhm. Sie wusste, dass sie ihr geben würden, was sie wollte. Ha, genau, Schallwaffen in Kombination mit Flammenmagie. Sie haben Schaufler-Bergbauanzüge zur Verwendung als Scharkampfrüstung umfunktioniert. Ich denke, dass sie abgesehen von den Waffen ein anderes magisches Schallgerät entwickelte. Sieht danach aus, dass sie einen Kampfanzug wollte, in dem sie sicher war. Alle Teile passen zusammen. Hm. Die haben bestimmt eine Waffe gebaut. Mit der Schalltechnologie der Schaufler kann man also unter der Erde sondieren. Und Scarlett hat mit den Sonden nach Leylinien gesucht. Sie sucht nach den Leylinien unter Löwenstein. Oh oh, sie sagen schon beide das Gleiche. Plötzlich wird mir alles klar. Ja. Das klingt alles plötzlich so plausibel. Ja, gucken wir doch mal, was die Uhrwerkfragmente so von sich geben. Scarlett, jemandem seinen großen Tag zu verderben. Die Mordmaschinen haben der armen Königin Jenna ihr 10-jähriges Jubiläum ruiniert. Ja. Ist das wahr? Aber uns viele Erfolgspunkte beschert. Ich habe Scarletts Maschinen ungern im Lokal. Keine Sorge, Engel. Es hat seit Königin Jennas Jubiläum keinen Mucks getan. Okay, als Scarlett meine Heimat Götterfels angriff, forderte dies viele Opfer unter den Bürgern. Die Seraphen reagierten gut, aber sie dachten, es sei nur ein zufälliger Gewaltakt gewesen. Sie hatten ja keine Ahnung. Es war alles Teil ihres geheimen Masterplans. Sieht so aus. Wir wissen jetzt, dass sie hinter den Kulissen schon seit längerem die Fäden zog, aber diesen Moment auswählte, um sich zu zeigen. Warum?
Eifersucht, sie hegte einen Groll gegen Königin Jenner und wollte, dass sie leidet. Um die Wachritter zu kriegen, sie zu kontrollieren, erforderte ihre persönliche Beteiligung. Oder ich stimme den Seraphen zu, sie hat Götterfeld zufällig ausgewählt. Ach, sie wollte bestimmt die Wachritter kriegen. Ich glaube, unser Freund hat da etwas. Ha, nicht schlecht. Die Horrormaschinen vom Jubiläum dienten Scarlett als... Muss sie die ja nicht selbst bauen. Ziemlich schlau. Statt zwei Splitterfraktionen zusammenzubringen, klaut sie eine ganze Kampftruppe und setzt dann mit der Riesenmarionette noch eins drauf. So viel Feuerkraft braucht man höchstens, wenn man etwas richtig Großes angreifen will. Mhm. Kühlstäbe. Oh ja. Zeittrupps haben diesen Kühlstab aus dem Taumanova-Reaktorunglück geborgen. Er ist von Drachenmagie erfüllt. Gucken wir doch mal, was da so abgeht. Der Unfall im Taumanova-Reaktor war die schlimmste Asura-Katastrophe in jüngster Vergangenheit. Ellen Kiel stellte Nachforschungen an und entdeckte, dass Scarlett darin verwickelt war. Als Spezialberater für die Inquestur. Okay, was sind denn Kiels Schlussfolgerungen? Sie glaubt, Scarlett hat den Ort in die Luft gejagt, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber unter uns, das wäre zu einfach. Wenn wir annehmen, dass Scarletts Aktionen in Verbindung stehen, muss sie hinter irgendetwas her sein. Okay, da habt ihr recht. Was hat Scarlett sonst noch gesagt? Hauptsächlich verrücktes Geplapper. Hm. Nun, das ist interessant. In Kiels Bericht... da tanzt doch schon wieder jemand. In Kiels Bericht steht, dass Scarlett die Energie in den Reaktor floss... Dass Scarlett die Energie, die in den Reaktor floss, als Drachenenergie bezeichnet hat. Sie sprach auch von Leylinien, die über ganz Tyria verliefen. Es kommt alles zu den Leylinien zurück. Wir wissen, dass sie aktiv Nachforschungen über sie betrieben hat... Ja, Kiel zustimmen wäre ja zu einfach. Und die Inquestur steckt nicht hinter allen, die Leylinien. Scarlett und die Inquestur haben ein riskantes Experiment zur Zeitbombe gemacht, um zu untersuchen, wie sie tickt. Zeitbombe? Und sie haben neues Wissen über Leylinien entdeckt. Falls Scarlett das Wissen für ihren nächsten Angriff nutzt, kommt er bald. Und dann wäre das Update und der ganze Plot um Scarlett endlich vorbei. Nee, vielleicht kommt dann ja tatsächlich was. Oh, boah. Das ist so geil, Selena. Du hast aber auch wirklich all deine super special Sachen angezogen oder beziehungsweise nicht mehr angezogen. So, Komponente von Omads Isolationsmodul. Vielleicht das ist Synergetik Großmeister Omads Isolationsmodul. Ach so, Synergetik. Die Silvari Chiara ging hinein, Scarlett kam heraus. Ich habe Chiaras Auramuster von vorher mit dem von nachher verglichen. Die Spaltung ist ausgeprägt und dramatisch. Aha. Ja, ich erinnere mich an Professor Omad. Er hat mich bei mehreren Polymog-Turnieren überlistet. Ich bin mir sicher, dass er geschummelt hat, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich hätte Sierra niemals in diesen Würfel stecken sollen. Was könnt ihr mir über diesen Würfel erzählen? Ja, seinen Aufzeichnungen zufolge sollte der Würfel das Abwehrsystem des Verstandes aufrechterhalten. Um ihn wie eine Türe zu öffnen und für die Wahrheiten der ewigen Alchemie empfänglich zu machen. Aber unser Verstand schützt sich aus gutem Grund. Okay, irgendwas geht doch hier gerade ziemlich schief in der Taverne. Und alle machen mit. Ich werde sogar von Hympeline beschossen. Na gut, die wird schon sehen, was sie davon hat. Irgendwann ist ihr Hut einfach weg. Hympeline macht gar nichts. Ich habe es genau gesehen. Sie wissen, wie man mit einem Bogen umgeht. Sie schießt mit einer Pistole normalerweise. Ja. Na gut, machen wir mal hier weiter. Also, Omad muss die Vision gefälscht haben und Scarlett schenkte ihr Glauben. Der Würfel trieb sie in den Wahnsinn. Ihre Version war nichts anderes als Zurückung ihres Verstandes über Scarlett. Als Scarlett über die offene Schwelle blickte, sah sie etwas und dieses Etwas blickte zurück. Steht zumindest in ihrem Tagebuch. Chiara traf auf etwas, das ihren Geist buchstäblich zerbrach. Aber dort war ja nur das, was sie mitgebracht hatte. Ich nehme an, sie kam mit einem Teil ihrer Psyche in Kontakt, den sie sorgfältig abgeschottet hatte. Vielleicht zu ihrem Schutz? Es bedürfte weit umfassenderer Studien des silvarischen Traums, um detailliertere Rückschlüsse ziehen zu können. Was ich aber sagen kann, ist, dass sie bald zuschlägt. Glaubt mir, Scarletts nächster Angriff kann jederzeit losgehen. Dann ist es wie schön die Einrichtung hier erweitert worden ist. Dieser tolle Flammenturm hier. Oder der Heilturm hier auf der rechten Seite. Die Energiesonne hängen wir uns mal für ganz zum Schluss aus. Erstmal gucken wir mal in ihr Tagebuch. Jetzt, wo ich ihr Tagebuch gelesen habe, tut Scarlett mir fast leid. Wäre sie Omads Maschine ferngeblieben, wäre sie ganz normal.
ist das Gefasel einer wahnsinnigen Mörderin. Täuscht euch nicht, Liebes. Sie liebt das Töten. Wir müssen sie finden und ausschalten. Okay. So, was ist da los? Ich habe Albträume und erwachte schreiend verwirrt voller Angst. Das hatten wir doch. Es wird immer schlimmer. Aber das Tagebuch... Ja, cool. Das konnte man sich freispielen. Das ist ja schon in einem anderen Part. Ich fürchte, die Kontrolle datiert auf die Jahreszeit 1322. Aha. Laufe ich in ein Meer von Finsternis? Okay, aber jetzt sind hier die Jahreszeiten mit datiert. Aber da kennt man sich ja in der Timeline nicht gut genug aus. Es verhöhnt mich, er greift Besitz nach mir. Ja, das hatten wir ja schon alles. Heute habe ich gesehen, ich starte in den Abgrund. Okay, es ist immer noch 1322. Weiß einer, was für ein Ingame-Jahr wir jetzt hier haben? Woher denn auch? Die Kontrolle über meine Welt, über mich selbst beginnt zu entgleiten. Trotzdem habe ich keine Antwort, keine Angst mehr. Aha. Jetzt hat sie mir gesprochen. Ja. Die Zerstörung und das Schicksal. Ich muss noch mehr erfahren. Ich muss mich ihm stellen. Ja, das hatten wir doch auch. Aber wir haben das doch schon gesehen. Sie macht das Leben... Macht das Leben seit Monaten zur Hölle und trotzdem, falls dieses Tagebuch echt ist, fühle ich fast ein wenig Mitleid mit ihr. Was glaubt ihr, was dies alles zu bedeuten hat? Das ist eine List. Sie hat dort dieses Tagebuch liegen lassen, wo wir es finden können, damit wir Mitleid mit ihr empfinden. Stimmen, Visionen, Gewalt, alles klar, sie ist einfach völlig verrückt. Oder sie wird von etwas angetrieben, etwas, von dem sie einst Angst hatte, aber mittlerweile akzeptiert hat. Dafür bin ich mal ganz hart. Was könnte jemandem wie Scarlett schon Angst machen? Sie hat etwas gesehen, als sie in Omats Maschine steckte. Etwas, das sie kaputt gemacht hat. Jetzt hört sie diese Stimmen. Und wer räumt hier die ganze Zeit die Inneneinrichtung ab? So, und dann haben wir ja noch nur noch die Sonne, die jetzt plötzlich grün leuchtet, statt rot oder blau. Das ist ein Stück einer von Scarlets Sonden. Vermutlich hat das die Dschungelwürmer aufgestachelt. Okay, dies ist ein Stück einer der Sonden Scarlet. Soweit wir feststellen können, suchen sie nach etwas. Natürlich haben sie außerdem noch den dreiköpfigen Wurm aufgeweckt und an die Oberfläche getrieben. Ja, die Sonde hat das verursacht. Ohne jeden Zweifel. Meine Kollegen glauben, dass sie schallmagische Dissonanz, die von den Sonden ausgeht, den Wurm zerstört hat. Verstört hat. Zerstört wäre ja gut gewesen. Habt ihr eine Theorie, was sie mit den Sonden gesucht hat? Sicher, ich wette, es ist ein Artefakt. Möglicherweise eines der Sevari. Nein. Die Sonden sind nur Bomben, die sie gelegt hat, um uns zu erschrecken. Wahrscheinlich auch nicht. Die Sonden sind magisch und verteilen sich. Sie nähern sich an eine magische Position an. Gehen wir die Beweise durch. Kiara stieg in Omats Maschine, sah etwas Furchtbares und wurde zu Scarlet Dornstrauch. Als sie herauskam, war sie wahnsinnig. Aber der Wahnsinn hat Methode. Wie wir von Taumanova her wissen, erforscht sie magische Energien und Leylinien. Sie hat mit Magietechnologie der feurigen Allianz nach Leylinien gesucht. Die gibt es, wie wir wissen, auch in Löwenstein. Sie hat eine eigene Armee aufgestellt. Kreid, Albtraumhöflinge, Piraten, Inquesturleute, Schaufler, Flammenlegionäre und natürlich ihre Mordmaschinen. Ihren Vasallen hat sie Macht, Mittel oder anderen Profit versprochen, um sie gefügig zu machen. Sie hat ihr Gift verändert, bis das Gegengift nicht mehr wirkte. Es könnte ein Heer vernichten. Oder eine Stadt. Oder etwas, was darunter schlummert. Die Äther klingen in den Nebeln auf einen großen Angriff vor. In Löwenstein gibt es ein Nebelportal. Jory, ihr Ziel ist Löwenstein. Wir müssen Ellen warnen. Ich werde sie warnen. Ich melde mich, wenn ich was höre. Bereitet euch vor. Es läuft alles auf einen einzigen verheerenden Angriff zu. Mögen die Götter uns gnädig sein. Und dafür okay. Brauchen wir jetzt so lange. Eieiei, 20 Erfolgspunkte. Ja, die Sackgasse, eine Lehrstunde über Scarlet und 13 Silber nicht zu vergessen. Also ich habe den Erfolg trotzdem bekommen. Und eine geile Truhe der Nebel. Und die geile Truhe der Nebel. Und was ist da drin? Bob's Legendary. Ach so. Ah, ich guck mal. Hast du gleich aus der Truhe gezogen. Ich guck gleich mal, was da drin ist. Wir bereiten aus Welt gegen Welt vor. Begrenzte geheiligte Todesstufe, Fingerhütchen und WVW, ja. Great, ja, WVW. Kann man auch mal wieder haben. Ja, wunderbar. Hier ist noch ein kleiner Besen. Ja, das hätte man auch alles. Ja, muss man nochmal drüber nachdenken. Man kann bestimmt noch ein paar zusätzliche Hinweise rauskriegen aus den ganzen Sachen. Mich wundert ja noch irgendwie, wie Timey jetzt da reinpasst. Ob die jetzt
irgendwie was mit dieser Kara zu tun hat, von dem wir ja heute gehört haben, oder ob sie vielleicht mit Herrn Omat hier zu tun hat, vielleicht da das Enkelkindlein ist oder so. Mit Scarlet hat... ist doch Scarlet. Ja, gut, aber, ne? Das, Wo ist der gute Baldur hin? Ja, der ist schon weg. Jo. Also, ob die vielleicht ihren Papa rächen möchte oder es nur besser machen möchte oder weiß ich nicht. Oder ihren Großpapa. Denn Scarlet hat ja ihren Lehrmeister offensichtlich ermordet, hatten wir ja gehört. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich würde mal sagen, für den Moment reicht das hier. Ich beende an dieser Stelle den Part, ja, und bedanke mich fürs Zuschauen. Die Inneneinrichtung ist ja doch noch erfreulich heile geblieben, trotz der ganzen... Bis zum nächsten Mal! ...lustigen Sachen. Ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüss!